Jo, hallo, willkommen zurück hier bei Gabriel Knight. Ja, wir haben gerade unseren Rundgang hier im äußeren Ring vom Hauptquartier der Voodoo-Sekte hinter uns gebracht. Ja, haben jetzt endlich alle Räume hier mal abgecheckt. Ja, dabei so einiges Nettes gefunden und erfahren. Ne, die Maya, die ihren inneren Kampf ausfechtet. Dr. John, der am Rumbeten ist und eine Keycard für uns offenbar bereithält für drei verschlossene Türen, die wir hier noch haben. Insgesamt die 8, die 11 und die 1 waren verschlossen. Hinter einer davon könnte ja mit Sicherheit gut Grace sein, deswegen brauchen wir die Keycard mit Sicherheit. Auf jeden Fall sind wir neugierig, wollen wissen, was da drin ist. Ja, dann haben wir noch einen Raum mit einer Schlange gefunden und wo sonstige Opfertierchen aufbewahrt werden. Noch ein paar, zwei Büros, ne, wo wir dieses Buch gefunden haben, wo die Stammesmitglieder hier von dem... The book looks like an accountant's record book. The cover is... Genau, wo der Gerde-Stamm da, ne, die Stammesmitglieder eingetragen sind, vom Gerdi-Stamm hier und Schwester Krokodil bis Bruder Adler und hast du nicht gesehen, und Giselle, ne, falls jemand weiß, was eine Giselle ist, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich kenne das Tier jedenfalls nicht. Vielleicht google ich ja mal nach, mal sehen. Ja, hier sind lauter Drumcodes noch irgendwie, ne? Wir kennen das von den Radar-Drums. Sehen genauso aus, die Symbole. Die hier fangen ja alle jetzt mit zwei senkrechten Strichen durchgestrichen an. Sollte irgendwie ja irgendwo auch zu finden sein. Also auch alles ziemlich logisch aufgebaut. Ja. Ne? Ja, versuchen wir Dr. John irgendwie vielleicht wegzukriegen aus seinem Gebetsprozedere da, was er da macht. Wissen wir nicht. Wir gucken erstmal jetzt hier. Hier geht's in den inneren Bereich. The archway leads to an interior hallway. Ja, eine Halle in, naja, ne, der Ring im Ring. Also hier ist dann sowas wie in Afrika der Opfertisch oder sowas. Wer weiß. Gehen wir einfach mal hin. Aha. Noch ein längerer Gang in die Mitte. A short hallway leads from the outer ring of the Houndfoor to the inner circle. Mhm. Hier ist noch wieder so ein Ding. A few wall panels up. Ja, das hatten wir auch schon in diesen Gästezimmern oder Räumen da, Schlafzimmer-Dingern gefunden. Was wollte ich denn jetzt? Ne, ich wollte eigentlich nur mal gucken, ob wir das Ding jetzt aufmachen können wieder. I'm no mechanic. I don't want to mess with the controls down here. Nee, da sagt er auch wieder nur, ich bin kein Mechaniker. Na gut, ihr wollt es ja langsam auch wissen, denke ich mal, was hier auf uns wartet. Ui. Ui, ja, da ist wieder so ein Opfertisch, guck mal. Aber hier ist es noch ein bisschen mehr, ne? Das sieht doch interessant aus hier. Mann, Mann, Mann. Obwohl Opfertisch, ne? Guck, der sieht aber genauso aus wie in Afrika. This table has a trough on top. Just like the snake mound stone table. Gabriel shivers, remembering what that trough is for. Ja, wir erinnern uns. Tetelo, you bitch. ja, in so einem Ding ist das Herz von unserem Onkel unserem Onkel Wolfgang gelandet. This table, Gabriel. Kann man denn hier die Symbole jetzt erkennen? These panels seem to tell a story. Tetelo holding up the talisman. Hm? A ship sailing. Okay. Slaves rising up and killing their owners, Haiti, probably. Looks like Tetelo's people arriving in New Orleans. Mhm. They accumulate great power through voodoo. Mhm. The Houndfoor is built under Jackson Square. Heck of a family album. Ja, diesmal kann das aber lesen, immerhin. Irgendwie.
Naja, sind ja auch nur so ein paar hier, ne? Ich hoffe, man kann es noch erkennen nachher auf YouTube. Die fummeln ja mal ein bisschen an den Videos rum. Sind ja nur so Strichmännchen eigentlich hier. Ne? Da waren ja die Ägypter sogar kreativer, glaube ich. Hier tropft noch Blut raus, oder was? Tetelo holding up the talisman. Aha. Ja, jetzt kommt nochmal alles hier normal, ne? A ship. Ah ja, gut. Na gut, dann gehen wir mal kurz hier eine Runde. Slaves, right? Looks like. Wir sind ja noch nicht genug Runden hier gelaufen. They accumulate. The hound. Mhm. Ja, gut. Da ist aber nichts mehr drin this hier, ne? Table ha- gibberish. Na, ein Glück. Hier ist noch ein Marterfall. The giddy hound for Potomitain. Potomitain, wie es auch genannt wird. Mhm. Ach, guck mal, hier gehen noch Eingang. Archways lead off in six directions. In sechs Richtungen. Forming spoke to the outer ring. Ja, habe ich doch richtig eingezeichnet. Sechs Richtungen, obwohl hier nur vier zu sehen sind, ne? Archways. Ach nee, die hier wahrscheinlich. Archways. Ah ja, da ist noch einer, jeweils einer. Okay. Ja, hier ist jetzt noch so ein Pfahl. Was ist das hier? A pit for fire. I wonder if that takes gas or propane. Ja, wenn du sonst keine Sorgen hast, was man da benutzt. There's no point in messing with the fire pit. Ja, ist doch überhaupt nicht an. Warum soll er sich dann da die Finger verbrennen? It's built in. Ach, toll. Eine Einbaufeuerstelle. Prima. Tja, der Vorgänger von der Einbauküche. Hm. Kann man da schon Feuer machen? Nee, ne? Wir haben hier nichts zum Feuer machen. Benutzen kann man es nicht, aber... No genau, er würde sich die Finger verbrennen. Ja, und hier haben wir noch Trommeln, oder was? Rather drums, like those used by the Getty Relayers round the quarter. Mhm. Ach, guck an. Was ist hier noch? Die Schlangen? The center of the Houndfur is a circular room, apparently used for rituals. The room is made entirely of stone. Mhm. Sieht auch aus wie in Afrika, die Schlangendingern, Dingens. Ja, was mit denen? Sind die genauso? Like those used by the Getty Relayers round the quarter. Toll, wir haben sogar auf zwei Seiten welche. Ja, können wir die benutzen? Von wo sind wir denn eigentlich reingekommen? Okay, I'll give it a shot, but I'm no musician. Aha, guck an, jetzt können wir hier eine Nachricht hinterlassen, ja? Anderes Buch. Aha. Ach, guck an. Ja, fein, fein. Ja, Mensch, dann können wir jetzt... There are no phrases to... Ach so, nee, anderes no Buch wollte ich nur wieder machen. Erase. Ja, ja. Einberufen, verlangen, warnen. Dahinter waren Uhrzeiten. Gucken wir mal kurz. Einberufen. Nee, einfach nur umblättern. Wäre auch nett. Hallo. Ach, er blättert gar nicht. Hier ist nichts zum Blättern. Ja, lösch mal hier den ganzen Krempel wieder. Ja, ist doch gut. Ich will auch umblättern. Ach, geht doch. Okay, weiter unten geht's wieder. Warnen, heute Nacht. Walddorf, also ein Ort. Ort, Zeit und... können wir so jetzt irgendwie den Dr. John herbeirufen. Das wäre doch mal eine Maßnahme. There are no phrases to erase. Ja. Aber umblättern können wir wieder, ne? Was könnte man da dann, ja? Ein Privattreffen mit ihm hier? Oder einfach nur ein Treffen mit ihm? Gibt es sowas wie jetzt? Heute Nacht, morgen, dieses Jahr, Zukunft? Vielleicht im Enfour sind wir ja hier, ne? Vielleicht beantrage Treffen
Bruder Adler im Enfour. Vielleicht macht es das. So, ich gehe nur mal kurz raus. Nein, nein, jetzt machst du schon was hier. Gabriel plays the message, but there does not seem to be any response. Na, hoffentlich hat uns jetzt hier keiner gehört. Nee, weil ich ja noch, ich will noch mal kurz checken, von wo wir hier eigentlich kommen. Archways lead up. 6 Gänge und 6 Richtungen. Ja, weil es wäre vielleicht äußerst unpraktisch, wenn wir jetzt Dr. John hierher locken können, tatsächlich. Ne, wenn der kommt ja aus einer bestimmten Richtung, nämlich aus Raum 2. Und wäre ja ziemlich blöd, wenn der uns dann da irgendwie in die Hände läuft. Und da es ja hier 6 Richtungen gibt, gucken wir mal kurz, wohin hier welche Richtung führt. Ich gehe jetzt mal hier zur Seite raus. Aha. Gucke mal, wo der hinführt. Ah ja. Wir gehen rechts raus und kommen nach links. A door leads off. Nee, die this Nummer. Sign has 3 snakes on. Ach, das ist die 3. Das geht also nach unten. Okay. Ich hoffe, das ist jedes Mal der gleiche Raum. Also, dass jedes Mal man da gleich hinkommt. Also, das ist die 3. Die ist direkt neben Dr. John. Das wäre vielleicht nicht so clever, wenn wir da jetzt langlaufen. Weil Dr. John hat keine direkte Verbindung. Er kann durch die 1 oder durch die 3 kommen. Gucken wir mal hier unten durch. Das müsste dann ja die 5 sein. Wenn das hier wenigstens noch nach einer Logik angeordnet ist, der mittlere Raum. Oh, die Musik. Ist ja furchtbar. This sign has 5 snakes on it. Ah, tatsächlich. Es folgt einer gewissen Struktur. Gut, dann können wir mal weiter den Rest uns abzählen. Hier stehen ja passenderweise auch gleich 2 Trommeln rum. Also hier geht's zur 3, hier zur 5. Also hier ist dann quasi, ja, die unten ist bei mir auf der Karte, so wie es eingezeichnet habe, weil ich natürlich mit dem Raum, Eingangsraum links so angefangen habe, wieder zu sehen war. Mal wieder. Ne, letztes Mal habe ich, glaube ich, rechts angefangen. Naja. Also hier ist jetzt die 5, dann müsste hier jetzt die 7 sein. Ja, da müsste die 9 sein. Da die 11. Und hier die 1. Ja, große Preisfrage ist natürlich, wo kommt Dr. John langgelaufen? Durch die 1 oder durch die 3? Dann würde ich sagen, gehen wir lieber hier so durch. Ich hoffe, es reicht dahin. Weil wenn der uns wieder findet, der dreht uns doch wieder den Hals um. Dann benutzen wir die hier und gehen da durch. Dann müssen wir mal der 11 rauskommen. Dann müssten wir schnell ein paar Räume runter. Wie bei den Mumien damals. Ja, mal gucken, ob das so gut geht. Ich kann ja mal kurz hier, ne, mal wieder einen Speicherstand anlegen. Was ist hier wieder speichern gewesen? Das, ne? Ja. Sehr gut. Hier, gehen wir auf die letzte Seite. Ja, nehmen wir, den können wir überspeichern eigentlich. Den habe ich vorm Dings hier angelegt. Rundgang beendet. Ja. Ne, entschuldigt das bitte kurz hier, aber ihr wisst ja, ne? Besser einmal zu viel gespeichert als einmal zu wenig. So hier, ne? Inneres. Ne, ach, wie nennen wir das hier? Opferding, Opferraum. Oder Ritualraum. Klingt doch auch mal gut. Ritualraum. So. Hätten wir das. Kann ihn sogar mal einzeichnen hier.
so, ja. Ja, also Plan. Wir trommeln uns jetzt hier ein. Hoffen wir mal, gucken wir mal, was hinkriegen. Und dann gehen wir da links oben jetzt erstmal durch. Dann sind wir bei Raum 11. Da kommt er mit Sicherheit nicht lang. Ich hoffe nur, dass wir genug Zeit haben, dass er genug lange abgelenkt ist. Ja, was machen wir denn? Machen wir ein Treffen? Na. Beantrage Treffen. Ja, obwohl als Ort. Ja, irgendwo muss schon sein, ne? Ein Datum geht ja, brauchen wir eigentlich nicht. Jetzt gibt es ja eh nicht. Heute könnte man höchstens machen. Ne, wir nehmen mal den Bruder Adler, ne? Das ist ja Dr. John. Wenn ich mich nicht täusche. Ne, von dieser Zeremonie im Sumpf wissen wir das ja noch, ne? Bruder Adler war das. Wir waren Bruder Krokodil damals. Ja, dann gucken wir mal. Machen wir das mal so. Das war. Das so machen wir erstmal eine Seite weiter. Nee. Lösch das mal wieder. Na komm, wir müssen irgendwas auswählen, eh. Ja. Beantrage Treffen, Bruder Adler, im Enfour, ne? Ups. So. Ja, schauen wir mal, ob das klappt. Hoffentlich gibt es dann ein gewisses Feedback. So, jetzt klicken wir Ende. Na, Gabriel? Wie soll man jetzt den Dolch eigentlich? A door opens in the distance. Oh, tatsächlich, es klappt. Das war sogar richtig anscheinend. Na, dann gehen wir hier mal schnell durch. Dr. John ist richtig schnell. Dann müssen wir wohl wahrscheinlich auch ziemlich schnell sein. So, wir sind jetzt hier Raum 11. Raum 12. Raum 1. Raum 2 müsste das jetzt sein. So, gucken wir doch ganz schnell hier. Design hat. Jawohl. So, dann gucken wir mal, ob er draußen ist. Jawohl. Dann tun wir erstmal das Wichtige hier schnell. Schnappen uns das Ding. Huiuiuiui. Gibt es hier noch irgendwas Wichtiges? Ich glaube nicht, ne? Die Machete nimmt er ja eh nicht mit. Hier oben ist auch noch so ein schönes Loch oben drin. Können wir da kurz. Dr. Ja. Na, lassen wir das lieber. Komm, wir hauen lieber ab hier. Bevor der noch zurückkommt. Nicht, dass wir ihm jetzt in die Arme laufen wieder. So, dann gehen wir schnell oben hin, ne? Gehen natürlich nicht wieder durch den Weg durch. Hoffentlich kommt er uns da. Nein! Shit! Natürlich ist er uns genau. Hätte er nicht den anderen nehmen können? No. Malia invited me down. You lie. You will die for that. Oh nein! Komm, der Plan war doch super! I really don't want to be dead. Dann nimmt er den. Can we try that again? Also, er hat da jetzt den Dreierweg genommen. Naja, super. Ja, jetzt wisst ihr, warum ich hier lieber speichern wollte. Dann nochmal das Ganze. Sonst war der Plan ja schon gut. Reingekommen sind wir. So, hier, das war. Treffen beantragen. Bruder. Wieso hat er denn jetzt Krokodil genommen? Ich hab doch Bruder Adler geklickt, habt ihr doch auch gesehen, oder? Manchmal geht das eh nicht so richtig. So, hier wieder ins andere Ding. Und eine Seite weiter. Oh, ist das bescheuert gemacht hier. Im Dorf. Ey, ich krieg zu viel hier. So, wunderbar. Können wir das jetzt nochmal speichern? Ne, natürlich nicht. Müssen wir jedes Mal neu eingeben? Na gut. So, und wieder wählt er uns den Dolch aus. Warum auch immer. Können wir noch nicht ändern. A door opens in. Ja, spitze. So, wir kommen jetzt hier wieder zu Raum 11. Hinaus. Da läuft er uns auf jeden Fall nicht in die Arme. So, hier kommen gleich weiter. So, das ist Raum 12. Raum 1.
Raum 2. Ja, komm, wechsel. Und jetzt gleich rein da. That doesn't work. Natürlich funktioniert das so. Na wunderbar, komm, so, wir machen es jetzt richtig fix hier. So, und diesmal versuchen wir dann nach unten abzuhauen. Ich hoffe mal, es klappt dann diesmal. Na prima, wir gucken uns das Teil natürlich erst später an. Ne, weil das bringt ja sonst hier nichts. Oh, bitte. So, dann gehen wir diesmal nach unten. Sieht gut aus. So, lieber nochmal einen Schritt weiter gehen, nicht gleich die ersten Gang rein hier. Wow, haben wir es geschafft? Er ist ja wohl hoffentlich wieder in der Mitte weg, ne? Ja, alles klar. Er ist wieder weg. Ach, wir sind sogar, kommen sogar wieder bei der 11 raus. Ja, dann haben wir es echt einmal rumgeschafft. A door opens and shuts in the distance. Dr. John must have returned to his room. Ja, prima. Wunderbar. Haben wir es geschafft. Boah, 312 Punkte. Keine Ahnung. So, komm, hier schnell drüber gespeichert. Ne? Weil damit hätten wir das. So, dann gucken wir uns jetzt mal kurz das gute Stück an hier. Ist da ein komisches Symbol drauf? Sieht aus wie ein Fadenkreuz. The key card has a magnetic strip on the back. Mhm. Tja. The key. So sieht das aus mit diesen Dingern. The card is not marked. Steht auch nichts drauf. Hm. Nee, steht nichts weiter drauf. Na meine Güte. So, so geht's raus. So, ja, dann haben wir jetzt ja Raum 11. Ist sogar eine der Türen, wo wir hin können. Und Raum 8 und Raum 1. Ja. Ich weiß gar nicht. Ist jetzt schon wieder ein bisschen... Tja. Nee, gucken wir erstmal. Ja, dann gucken wir uns das nächste Mal an, wo wir die letzten drei Türen hier öffnen können. Irgendwo ist dann vielleicht finden wir endlich Grace. Und ne, mal gucken, wie viel es dann. Wir nähern uns ja langsam immer mehr dem Ende. Mal gucken, wie das Ganze ausgeht. Ne, bis dahin, seid gespannt. Ciao, ciao.